Na komm. So, der Innenhof. Prinzipiell könnte man sich mal das ganze Zeug holen, aber ob das so schlau ist. Okay, die Truhe ist da oben. Die goldenen Truhen dürften, also die verschlossenen Truhen dürften drinnen sein. Ich habe keine Ahnung, ob man da nicht ohnehin irgendwann hinkommt. Aha. Oh, oh. Das tut mir leid. Ja, auch der Brief dürfte drinnen sein. Ja. Oder? Nee, da unten liegt der, glaub... Ja, natürlich. So. Wieder hinauf. So, die zwei Damen haben jetzt auch ihr Essen. Warum wollen Katzen immer zu so komischen Zeiten essen? 4:30 Uhr, 11:30 Uhr und jetzt... Weil der Magen dann knurrt. Ist halt ein Katzenmagen, die sind anders. Mhm. Sieht mir wirklich aus, als sei es irgendwo drinnen. Ja. Ich wüsste nur gerne, wie man reinkommt. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Jetzt habe ich es rausgefunden. Fuck it. Es tut mir leid. Och nö. Oh, Jacob. Geh weg. Der merkt's nicht mehr. So. Dem Schrumpfkopf. So eine Scheiße. Den bringen wir mal raus hier, bevor wir uns mit dem verraten. Puh. Also ich könnte wetten, wir müssen hier eh nochmal her, aber dann gucken wir uns halt hier mal um. Was soll's? Hallo? Schloss knacken. Geht doch. Wenn du bist müde und hast Hunger, dann iss was und sei noch müder. Glanz des Adlersgürtel. Mhm. Ist aber sehr nett hier eigentlich. Ah, da wird gespielt, okay. Holst du noch Kaffee und ein Stück Stadtwurst? Ja, wenn's... meinetwegen. Ach, da ist die Truhe. So schön hier. Viel zu schön.
Ja, hier könnte ich das, glaube ich, aushalten. Oh, machen wir hier auch noch auf. Schön der Park, oder? Und groß. Da hing er gerade mal fest. Aber ist ja nichts Neues. Erstmal die Queen beklauen. Ach, die braucht das ja nicht. Er ist über alle Berge. Der hellste war er jetzt nicht, ne? Aha. Für geheime Besprechungen oder was wird hier veranstaltet? Ist ja komisch. So schöne Möbel. So unfassbar schön. Ach, hört auf, hier rum zu jammern. Ist unglaublich. Oh, ich glaube, weiter kommt man hier nicht. Oder? Nee. Schade. Schade. In der einen Hand eine Scheibe Brot, in der anderen eine Stadtwurst und in der dritten eine Tube Senf. In der dritten Hand. Ja. Ja, die Teppiche sind echt schön rot. Hörst du mal deine Klappe hier? Hörst du mal deine Klappe? Ich meine, hältst du sie? Au. Ja, glaube ich tatsächlich. Danke der Nachfrage. Das war einfach. Gut, dass die das nicht sehen. Die sind ziemlich blind auf die Entfernung. Schön. Vielleicht sollten wir nicht vorne rausmarschieren. Ich gehe eh noch mal rein. Keine Sorge. Oh, der ist schon verschwunden hier. In welch schöner Hütte bist du da, Saps? Das ist der Buckingham Palace. Ja, ich bin echt verwirrt. Wie viele Gänge hatte das nochmal? Viele. Mehr als die hier gezeigten. Oh, wir dürfen auch raus. Oh, schön, hinten in den Garten. Ach, wie nett.
Na gut. Schnapp den Eindringling! Brüllt er hier einfach rum? Ist ja unfassbar, sowas. So, liegt hier noch irgendwas rum? Eine Truhe. Na, dann holen wir uns die noch. Ach, Gänge, das Dinner. Oh. Ja, das Gänge, ja. Die Gänge beim Dinner. Also, ich bin verwirrt. Versuche gerade mir das mit der dritten Hand vorzustellen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das wirklich will. Ach, das ist echt nett hier. Jetzt reicht's aber. Au. Na, stirb. Echt unglaublich. Dass sie immer direkt rumpöbeln müssen. Nein, das willst du nicht. Ja, das glaube ich, dass ich das nicht will. Na gut, ich glaube, wir machen dann mal weiter. Genug Unfug gemacht. Können wir dazu was lesen? Der weiße Salon. Waren wir da drin? Ja, müssen wir ja. Doch, wir waren da drin, natürlich. Also, manchmal aber auch. Hallo? Wenn wir schon hier sind. Wenn die Queen heimkommt, wird sie nicht amused sein bei den vielen Toten. Die sind bis dahin hoffentlich schon weggeräumt. Das ganze Blut fällt bei dem roten Teppich ja nicht auf. Also das... Ach. Ist echt schön hier. Beneidenswert. Unglaublich. Was machen die denn da? Was geht hier denn ab? Fahr du doch zur Hölle. Warum dürfen die hier rein? Huch. Ach, Quatsch. Ja, ist klar. Aha, also die dürfen hier doch nicht rein. Die anderen beiden standen aber hier rum. Habt ihr das etwa nicht gemerkt oder was? Aua, jetzt, au! Ist ja unglaublich hier. So ein Chaos. Vor allem kommen die hier einfach mal mit ihrer scheiß Kutsche rein. Der merkt auch nichts. Hier ist ein Eindringling! Oh, sagt er noch. Oh.
Naja. Mehr ist hier nicht. Nö, schade. Na gut, gehen wir zur Templerjagd. Oh. Oh. Huch. Der kriegt das nicht mit. Wie geil. So, oh, Moment. Wo liegt denn der Brief? So. Zugsafe ist voll. Na gut. Machen wir gleich. Weil wenn wir gerade schon hier sind. Aha. So. Ach, sei ruhig. Ist ja echt unglaublich. Huch. Oh, diese Kamera manchmal. Juhu. Oh. Templerjagd heißt, wir dürfen töten. Das machst du besser nicht nochmal. Überdenke deinen. Du solltest nicht so rumpöbeln. Dann würdest du jetzt noch leben. So. Sie alle umbringen. Die Person aus einem Versteck heraus töten. Bleibt der echt da drin? Komm zurück, du Ratte! Ich weiß, du versteckst dich hier. Ich hab ihn! Naja, was soll's. Au, jetzt! Au! Sag mal, könnt ihr mir mal verraten, wie ihr was seht hier? Ist ja unglaublich. So, den haben wir. Geschieht dir recht. Ganz genau. Aber dieses Chaos hier. Du bist kein Verlust gewesen. Someone stop that thief. Sag mal, ist ja unglaublich. Der arbeitet sozusagen für uns und schreit hier, einer soll diesen Dieb stoppen. Also entschuldige mal, Junge, bist gefeuert. Echt unglaublich. Oh, die Truhe. Schnappen wir uns nochmal. Wenn ich sie dann finde. Da. Au. Oh. Das war nicht so geplant. Ja. Hab schon Besseres erlebt. So. Es nimmt aber tatsächlich langsam Gestalt an. Der Kollege hört nur auf sein Gewissen und seine Moral. Ja, ja, ja. Weil ich ihm nichts abgegeben habe. Ja, ach, der kann doch selber klauen. Soll sich nicht so anstellen. Der hätte doch da selber einfach die Leute abräumen, ja. Ausnehmen können. Oh, schade, die sind weg. Na gut. Selbst schuld, wenn er nicht reagiert. Huch. Kinderbefreiung, ne? Ein Pflichtteil muss immer gezahlt werden, oder... Hier liegt niemand mehr rum. Na, was soll's.
Ach, aus dem Weg. Ist doch echt nicht möglich hier.